Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition aus der DGDI Ausnahmezustand. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren beim letzten Mal hier in dieser zweiten Add-on-Mission und ich muss sagen, die ist ganz schön anstrengend. Da kommt er nämlich wieder, schaut euch das an. Ganz genau deshalb, weil der Gegner hier halt, ja, laufend angeschissen kommt hier, ne? Also, das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. So, ich habe aber noch festgestellt, dass wir noch eine Werkstatt brauchen. Und, ja, Leute, wie gesagt, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt bei Command & Conquer Remastered. Wie wir jetzt hier unter Dauerbeschuss unsere Basis weiter aufbauen. Das wird höchst interessant. Und, ja, liebe Leute, schöne Command & Conquer Session wieder hier. Sonntagabend und ja, Sonntagabend, der Sonntag der Zeitumstellung. Das heißt, ja, die Zeitumstellung. Wir haben jetzt 7:45 und es ist tatsächlich immer noch ein bisschen hell draußen. Also das ist schon cool, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch bei mir noch überhaupt kein Licht an und nix. Ach, ich habe die Sommerzeit auch viel lieber, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe auf Sommerzeit. ist einfach viel freundlicher als die ganze Zeit, vor allem in der aktuellen Zeit, nur zu arbeiten und sonst nichts zu haben. Ne? So, dann wollen wir mal aufhören, hier über den Alltag zu quatschen und mal hier weiter was angehen. So, da kommt er angeschissen mit einem Kommando. Lass doch den Kommando. So. Der baut hier unten nämlich sich nach wie vor übelst auf. Ne? So, da kommt er wieder. So. Da, bam. So, du gehst bitte rein, nach Hause hier, los. Da muss ich hier gleich hier unten tatsächlich noch die Basis platt machen. Unbedingt, weil die Kohle hier, die reicht nicht mehr lange. Ja, ist ja gut. Flammenwerfer-Mannequin, ey. Der fährt echt alles auf hier, der Gegner. Der kommt da wieder mit drei Motorrädern angeschissen. Ja gut, die kriegt er aber. Sehr gut. Die kriegt er. Sehr schön, Leute. Ich habe jetzt hier eine einigermaßen vernünftige Verteidigung stehen. Und da kommt er wieder mit Motorrädern. Eieieiei, Leute. Da kommt er wieder mit Motorrädern. So. Ich frage mich, wo der die ganzen Einheiten herkriegt. Hat der Endos Geld oder was? Da sehe ich sie doch schon wieder rumkurven da. Naja, gut. Ach, wartet mal, da oben ist doch auch noch was, ne? Da oben ist noch mehr Kohle, glaube ich. Ja gut, egal. Das hier unten ist zumindest erstmal näher dran. So, Mann. Keine Chance hat der Kollege. Ich könnte eigentlich auch nochmal einen zweiten Sammler brauchen, glaube ich, oder? Aber ich muss mich erstmal hier verteidigen. Ich muss mich erstmal hier verteidigen. Komm, mach die Motorräder platt. Mammutpanzer. Ja gut, erstmal nicht. Erstmal nicht, liebe Leute. Ich brauche erstmal meinen vierten Panzer, damit ich hier unten mal durchrollen kann gleich. So, das reicht aber wieder nicht aus, ne? Von der Kohle her? Doch. Sehr schön. Okay, Leute. Dann haben wir vier Panzer. Und, ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir die jetzt einfach mal, weil die Basis hier unten geht mir dezent auf die Nerven. Da kommt er auch schon wieder angeschissen mit Motorrädern. Nein, lass doch... mach doch nicht so einen Mist. Ja, toll. Die Kampfpanzer... das ist jetzt natürlich Verschwendung, was ich hier gerade gemacht habe, ne? So, dann mach hier aber diese Mannequin-Fabrik platt. So. Einfach drauf fahren da. Na komm schon. Er hat's verkauft. Sehr schön. Okay, Leute. Er hat die Mannequin-Fabrik tatsächlich verkauft. Und dann haben wir zumindest mit vier Kampfpanzern schon mal diese Mannequin-Fabrik weg. Das ist doch schon mal etwas hier. Ah, bam. Mit vier Kampfpanzern eine Mannequin-Fabrik. Das ist doch nicht wahr. Ja, na gut.
Ja, ich weiß, aber ich baue doch schon Panzer wie verrückt, Leute. Wirklich so ungeduldig. So, aber eigentlich. Wartet mal, der hat doch hier unten nichts mehr. Also eigentlich kann ich doch fünf Schützen bauen. Ja, warum eigentlich nicht? Da. Da hat er wieder seine Motorräder da. So, Leute. Nehme ich mir jetzt diese Einheiten und fahre schnell hier runter. Mann, der geht mir langsam echt auf die Nerven da mit seinen seinen Kack-Motorrädern da, ey. So, gut. Dann macht erst diese Radarzentrale da platt, ja? Danke. So, die hat er verkauft. Sehr gut. Ja, der verkauft hier unten, ne? Nicht immer auf meine Panzer. Blöden Motorräder. So, jetzt habe ich hier den Minikin dabei. Mit denen können wir die Motorräder ein bisschen einfacher platt machen. Bam. So. Ja, toll. Ja, gut, Leute. Aber ist nicht schlimm. Ich kann mir weitere fünf Minikin gleich bauen. Oh, was macht dann das? Was macht dann jetzt? Ah, das ist natürlich scheiße. Ja. Die Motorräder, die machen meine Dings schon ganz schön ordentlich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wartet mal, Leute. Ich brauche einfach mal ein paar Minikin. Die Artillerie kann echt meinen Turm outrangen. Das ist ja krass. Da, bam, hier. So. So. Ich muss hier unten diese Basis wegkriegen. Das ist ernst. Ernst hier, Leute. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen unnormal, muss ich sagen, Leute. Das ist jetzt ein bisschen unnormal, was da kommt. Ja, toll. Toll, Leute. Das ist jetzt echt unnormal. Oh, Scheiße. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Oh Mann, 7 Minuten verschwendet. Okay, gut. Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle hier, ey, echt. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Oh ja. So. Meine Güte. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Da muss ich jetzt ernsthaft nochmal neu starten. Ist doch nicht wahr. Kommt der echt hier noch angeschissen gleich? Ja gut, dann werde ich hier auch 2 Türme aufbauen müssen. Ja, genau, ich lasse den hier mal stehen. Der kann dann schön da drauf ballern. So. Meine Güte. Ach, jetzt ist er weg. Okay, egal. Ich kann auch nichts reparieren. Was ist das für eine schwierige Mission, Leute? Da freut man sich, dass man mal wieder Command & Conquer spielen kann und dann sowas. Also wirklich. Ich frage mich echt noch, warum hier oben das Gelb frei ist, ne? Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut, liebe Leute, wenn wir jetzt hoffentlich die Werkstatt gleich fertig haben. Genau. Dann kann ich jetzt nämlich meine beiden Türme und die Panzer reparieren. Genau, die werde ich nämlich gleich brauchen. Zur Basisverteidigung, das ist ja echt übel. Oh, hier riecht es gerade ein bisschen verbrannt drin. Keine Ahnung warum. Naja, egal. Ja, wie gesagt, repariere erstmal die Panzer. Ja, geh auf den Flammenwerfer. So. Der Gegner, der hat anscheinend echt endlos Geld, ne? Scheint so, ja, sieht so aus. Auf den Invasor. So, Leute. Sehr schön. So kann man das machen. Und dann werde ich hier noch einen Verteidigungsturm aufbauen. Ganz schnell. So, und du Sammler. Du kannst bitte hier unten sammeln, Mann. Ja, toll. Oh Mann. Da kommt doch schon wieder angeschissen. Ich hab's doch gesehen. Ach ja, komm. Reparier wieder.
verdammt. Na, damit ich den scheiß Turm nicht verliere, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. So. Nein, kein Silo. Ich brauche hier einen Turm. Mensch. So. Kriegen wir den fertig? Ich glaube immer wieder nicht, ne? Danach werde ich mir auch wahrscheinlich einen zweiten Sammler bauen müssen. Ne, den kriegen wir nicht fertig. So, bam. Weg damit. Boah, nervt der. Leute, der nervt ja wirklich, ey. Ach, aber das macht schon Spaß, muss ich sagen. Trotzdem, auch wenn das nervt hier. Kommt da hier auf der Seite auch mit zwei Gummipanzern an gleich. Oh Mann, Leute. Da mit diesen Kack-Motorrädern an, wo der eigentlich in der Hauptkampagne... In der Hauptkampagne hat er überhaupt keine Motorräder gebaut, ne? Ist auch so witzig. Die gibt es auch anscheinend nur hier im Add-on. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, bau dir noch einen Panzer. Oder Quatsch. Ich brauche noch eine Raffinerie, Mensch. Hier, Raffinerie, komm. Zack. So, auf den Flammenwerfer platt machen, genau. Kann nicht sein, dass der endlos Kohle hat hier. So, drei Panzer. Boah, was riecht hier so komisch verbrannt, Leute? Keine Ahnung. So, dann repariere das Ding wieder. Bam. Mach mal Pause. Repariere das Ding. So, ich brauche diese beiden Türme hier, um mich aufzubauen. So. Haben wir jetzt bald mal Ruhe? Nein, da sehe ich doch schon wieder die Motorräder rumfahren. Highway to Hell hier. Aber richtig. Schaut euch das an. Aber richtig. Oh, das sind zu viele. Das sind zu viele. Och, Leute. Das sind doch zu viele, Mann. Ja, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Nö, kann ich wieder laden. Och, Leute. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Langsam geht die mir auf die Nerven. Leute, ich hatte eigentlich gerade eben gute Laune gehabt. Ich hatte eigentlich gerade gute Laune. Da kommt jetzt wieder so ein Müll hier. Der mit seinen Kack-Motorrädern. Kommt er da mit 20 Stück an, ey. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Was bauen? Keine Werkstatt? Ich baue direkt eine Raffinerie. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir wirklich mit dem Scheiß. Ach, Leute. Mann. So. Bau direkt eine Raffinerie. Kriege ich schneller Kohle, kann ich schneller Gebäude bauen und dann können wir uns gleich auch verteidigen hier. Mann, ey. So. Langsam geht mir das auf die Nerven, weil ich jetzt wieder 13 Minuten verspielt habe mit null Fortschritt. Mit wirklich null Fortschritt. Das ist doch bescheuert. Naja gut, ist halt ein Add-on. Ne? Add-on. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das GDI-Add-on schwieriger ist als das Not-Add-on. Ich weiß nicht warum. Weil die Missionen anscheinend, ja doch, echt es in sich haben. So, können wir jetzt hier ein bisschen mal die Karte noch erkunden. Ja, das geht. So. Dann reparieren und ja. Dann schauen wir mal weiter, was hier als nächstes abgeht. Ja, da kommt er schon wieder. Das wäre es ja gewesen, ne? Wenn der Invasor jetzt hier ein Gebäude von mir genommen hätte, ey. Meine Güte. Sammler, jetzt fahr rein. So. Ach, der Sammler. Der Sammler. So, reparieren. Meine Güte. Die beiden Türme hier, die reichen eigentlich auch nicht aus, ne? Fahr direkt runter, mein Gott. So. So, das schafft man.
Nein, das reicht immer noch nicht. Einheit verloren. Ach Leute, das reicht immer noch nicht. So, da kommt die nächste Motorräder. Nächste Highway to Hell hier. Oh Mann. Ja gut. Boah. Da kommen die nächsten Highway to Hell Teile. Na gut. Och Leute, jetzt hört doch mal auf. Ey. So, alles klar, zweite Raffinerie gebaut. Gut. Den unbedingt reparieren und dann den nächsten Turm. So, jetzt habe ich zwei Sammler im Einsatz. Das muss doch mal reichen. Wer kommt da schon wieder an? viel zu viel Müll, was der da hat. Wirklich, so. Befestigungsturm. Die Kohle hier, die reicht auch nicht mehr lange. Ja, und dann muss ich gucken, was ich da... wie ich mich da verteidige. Beziehungsweise, wo ich noch eine weitere Kohle finde. Konstruktion fertig. So, ich stelle jetzt hier noch einen dritten hin, ey. Da müsste ich eigentlich noch einen bauen, ne? Aber ich baue erstmal eine Werkstatt. Meine Güte, die Kohle, die reicht auch für nix hier. So. Meine Güte, ey. So. Keine Chance mehr hier. Drei Raketentürme, ey. Das muss doch reichen. Das muss doch reichen, Leute. So, Werkstatt und dann noch ein Turm. So. Ja, keine Kohle mehr da. Scheiße, Leute. Das ist jetzt echt scheiße. Das ist jetzt echt scheiße, dass ich jetzt hier keine Kohle mehr habe. So. Hier unten ist keine Kohle mehr. Das Geld, das reicht, glaube ich, nicht, oder? Oder reicht das noch? Das reicht sogar noch. Cool, okay. Gut, dann muss ich die Panzer nehmen und hier oben das Tiberiumfeld absichern. Okay, liebe Leute. Aber wir haben jetzt hier zumindest... da ist mehr Kohle. So. Wir haben jetzt hier zumindest mal ein größeres Standbein. Ich würde sagen, das speichere ich mal. Mission 2 GDI. Oh, dann wird es jetzt tatsächlich doch erstmal dunkel. Muss ich jetzt erstmal das Licht anmachen und... der Timer oben ist im Arsch. Wartet mal, Leute. Da muss ich ja mal meine Uhr wieder anmachen. So, was haben wir? 12 Minuten noch, ja. So, alles klar. So, bevor ihr mich jetzt hier abnervt, machen wir es so, komm. So, Motorräder, ich habe jetzt hier drei Türme stehen. So, da brauche ich eigentlich noch einen, ne, für die beiden Gummipanzer hier. Ja, das ist es ja. Komm, fahrt doch einfach da drüber. Ihr seid doch bescheuert. So. Aber das ist auch nicht viel Geld. Ach du Scheiße. So. Aber das passt. Sehr schön, Leute. Sehr gut. So, und dann kann ich jetzt daran denken, Panzer zu bauen. Genau. Mein Gott. So, da kommt er schon wieder. Ich habe Kohle zum Reparieren. Freak. So, alles klar. Der wird fertig. Sehr gut, Alter. So, da haben wir jetzt vier Panzer. Und die können sich mal reparieren, genau. Das ist gar keine schlechte Idee. Und, ja, liebe Leute, wie gesagt, Sonntagabend, kurz vor der neuen Arbeitswoche. Aber, ja, was soll ich sagen, Leute? Arbeit ist notwendig, ne? Ist leider so. Das ist mies. Ich habe doch kein Geld dafür, Mensch. Das ist mies, dass er mir jetzt hier die Kohle wegklaut, ne? Sobald ich da die Tiberium-Vorkommen gefunden habe. Tja. So. Bam. Weg mit dem Scheiß jetzt hier. So. Leute.
Sammelt euch bitte die großen Vorkommen ein, ja, bevor der Notsammler da kommt. Ha, sehr gut. So, weil ich möchte den nämlich ungern angreifen, den Sammler. So, mit den Fünfen kann ich doch eigentlich jetzt hier... Speicher das nochmal bitte. Mit dem Fünfen... nein, stopp, da kommt er doch schon wieder da. Seht ihr das? Da kommt er doch schon wieder. Bau Mammuts. Ich brauche Mammuts hier. So. So, Leute. Ah, der Notsammler, der kommt gar nicht mehr, ne? Sehr cool. So. Dann fahrt bitte nach dahin und... Nein! Ach, Leute. Ah, diese Motorräder. Wie nervig kann ein Gegner sein? Wirklich. Das erinnert mich so ein bisschen an die vorletzte Atreides-Mission bei Dune 2000. Ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play gesehen habt, aber da standen wir auch permanent unter Beschuss. So. Dann hier. Ah. Und plattfahren, los. Oh, jetzt kommt er da wieder mit einem. So. Ja gut, aber das ist nur einer, nicht schlimm. So. Jetzt verliere ich hier wieder alles. Ist doch nicht wahr, ey. Diese Motorräder machen so viel Schaden an meinen Panzern. Ist echt nicht mehr feierlich. So. Meine Güte. Jetzt mache ich hier unten diese Basis weg. Das kann ja nicht angehen. So, da habe ich einen Mammut. Sehr gut, Leute. Bam. Das ist auch weg. So, dann... weitermachen. Und zack. Wo fährt der hin? Kannst du mal vernünftig arbeiten, Sammler? So. Alles klar, dann haben wir ja aber doch noch ein bisschen Fortschritt hier, ne? Jetzt fahr doch diese Mannequin platt. Das kann ja wohl nicht angehen. So blöd, um Mannequin platt zu fahren. Das ist unfassbar. So blöd, um Mannequin platt zu fahren. So. Ja. Zu blöd, um Mannequin-Platz zu fahren. Ja gut, aber... das Wichtigste ist, ich habe schon mal zwei Mammuts. So. Alles klar, ich werde mir ein paar Schützen bauen. So, da kommen die... Och, Leute. Bitte was? Bitte was? Kommt jetzt mit der Atombombe? Ihr wollt mich doch verkackeiern. Was hat er mir weggenommen, ne? Die Waffenfabrik, ne? Ihr wollt mich doch verscheißern. Ihr wollt mich doch verscheißern. Ja, bau bitte eine Waffenfabrik. Oh Gott! Leute. Was soll denn der Scheiß? Boah, was soll denn der Scheiß? Oh mein Gott, ey. Das wird langsam lächerlich. Muss ich sagen. Sammler, jetzt bringen die Kohle rein. Das wird langsam echt lächerlich. Was für ein Schwierigkeitsgrad, ey. Meine Frösche. Aber der kann die nur einmal abfeuern, ne? Ja. Ich muss diese Türme da unbedingt wegkriegen. Na gut, ich muss mich jetzt erstmal hier verteidigen. Wobei, im Moment kommt der auch nicht mehr an. Oh Mann, die Waffenfabrik, die wird natürlich auch nicht fertig. Oh Gott. Und dann noch eine Raffinerie. Ei, ei, ei. Ja gut, egal. Die Musik, die passt gerade, ja. Ich muss hier unten unbedingt dieses Tiberiumfeld. So. So, das hat er verkauft, das ist schon mal gut. Sammler, du bleibst bitte hier. Du gehst bitte nach da oben, genau. So, dann brauche ich eigentlich... so, ja toll. Mein Panzer ist weg. Gut, ich habe aber meine zwei Mammuts noch. So. Bam, so. Der Rest kriegt der Turm platt. Sehr gut, ja. Leute,
So, ich habe meine beiden Mammuts. Jawohl, Sir. Die helfen natürlich auch nicht jawohl, gegen alles, ne? Aber jawohl, zumindest um diesen Turm da Platz zu kriegen, das schaffen die schon. Jawohl, Sir. Ganz genau, Leute. Dann können die Sammler jetzt ja... So, sehr gut, Leute. Dann können die Sammler endlich hier unten sammeln gehen. Ja, 4 Manniken. Ist klar. In der normalen Kampagne kamen da 2 raus. Ja gut, aber seht ihr das? Der kommt nicht mehr. Der kommt nicht mehr angeschissen. Hat er jetzt vielleicht echt kein Geld mehr? Geldmittel unzureichend. Kann das sein? Haben wir das jetzt überstanden? Diese Angriffe von ihm, das wäre natürlich geil. Wenn wir es jetzt geschafft hätten, ne? Kurz vor Folgende. Oh Mann. Aber ja, das sieht gut aus. Der kommt nicht mehr angeschissen. Hat da nichts mehr, der Sack. Oh, das sieht sehr gut aus, Leute. Wenn ich mich jetzt hier noch ein paar Minuten aufbauen darf, dann ist das echt genial. So, ja, aber das dauert jetzt natürlich lange, bis die Sammler die Kohle kriegen, ne? Wartet mal, ich brauche eine Raffinerie. So. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Wo willst du eigentlich hin? Fahr doch da runter, Mann. Die Raffinerie muss ich ja auch nachbauen. Aber es sieht echt gut aus. Ne, jetzt wo er seine Atombombe abgeschmissen hat, kommt er nicht mehr so bescheuert angeschissen. Ja, das ist natürlich mega cool, ja. So, wartet mal. Ich schieße ihm jetzt mal den Weg für die Sammler frei. Kommt. Der hat mir zum Glück nicht meinen Bau weggenommen, ey. Wenn er einen Bau weggenommen hätte, dann... Dann wäre Ende gewesen. Ende Gelände. So. So, bam. Bam. Was zur Hölle, Sammler. So. Ich schieß mal den Weg für die Sammler frei. Damit die nicht mehr so eine scheiß Runde hier fahren. So. Hallo? Du triffst ein Ziel vor deinen Augen nicht. Besoffener Mammut. Der trifft ein Ziel vor seinen Augen nicht, ey, besoffener Mammut, echt. So, Leute. Ach, Gott sei Dank, die Raffinerie ist fertig. Dritten Sammler. Oh, jetzt geht's aufwärts, Leute. Jetzt geht es aufwärts. Aber was bereitet der vor? Brauche ich jetzt eigentlich noch 3 Türme hier? Was bereitet der vor? Das wüsste ich gerne. Oh, hier ist ein riesen Tiberiumfeld. Kann es sein, dass ich mich echt hier hätte aufbauen sollen? Das wäre es ja gewesen, ey. Aber es sieht so aus, dass ich hier falsch bin. Scheiße, ey. Aber gut. Viele Wege führen nach Rom. Reparieren wir bitte die Mammuts. Oh, jetzt können wir uns Schritt für Schritt aufbauen. Hoffnung ist da, Leute. Jetzt können wir, glaube ich, sogar an Hubschrauber und so denken, ne? Ah, die Manniken-Fabrik ist noch weg. Ja, gut, kommt. Dann macht die Manniken-Fabrik. Komm. Ja, Kaserne. So. Kaserne ist weg. Ja. So, dann mal hier, zack. Baumann-Jeep. So, Wüstenjäger. Und repariere die Mammuts. Oh mein Gott, wir haben uns wieder aufgebaut. Geil, wir haben jetzt sogar einen Jeep. So, Leute, wir haben jetzt sogar einen Jeep. Sehr schön. Da würde ich sagen, gucke ich mal, ob der hier eine vollwertige Basis hat. Und wenn nicht, dann brauche ich ja gar keine Hubschrauber. Ich brauche aber auf jeden Fall noch Mammuts. Ja, der kommt nicht mehr. In Ordnung. Definitiv nicht. Okay. Dann würde ich sagen, erkunden wir noch mal ein bisschen. Hier oben ist auch noch ein riesen Tiberiumfeld. So, meine Uhr sagt gleich auch schon, ist vorbei. Okay. Er hat eine Basis, ne? Da ist eine Basis.
Oh Gott. Was ist das für einer da? Egal. Oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Fahr heim. So. Dann würde ich sagen, erkunde ich jetzt noch die Karte mit dem. So. So, bam. Genau. Keine Chance mehr, denn nur die. Rock'n'Roll. Nee, danke. Kein Bock. Kein Bock auf Rock'n'Roll. Oh. Ja, da. Oh, raus, 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 raus. Uff, 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 uff. Der hat eine vollwertige Basis. Alles klar. Das heißt, wir brauchen Hubschrauber. Hat aber auch wieder Flachs vor. Och, du Scheiße. Ja, gut. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.